Nachdem wir auf dem Stellplatz in Syrakus in der Via von Platen angekommen sind, beschließen wir, noch am Nachmittag zum archäologischen Park zu laufen, der nur etwa 900 Meter entfernt ist. Auch solche modernen Kirchen gibt es in Syrakusa. Santuaria Madonna della Lagrima. Keine Ahnung, was es bedeutet. Ein riesengroßer Gummibaum. Passt nicht ins Wohnzimmer. Wir sind jetzt im archäologischen Park in Syrakus. Hier vor uns ist das antike römische Theater. Jetzt stehen wir beim antiken römischen Theater. Das sieht schon interessant aus, ne? Damit du diese Dinger siehst. Also das ist das griechische Theater hier in Syrakus, das aber eigentlich so aufgemöbelt ist, dass es für Veranstaltungen auch noch genutzt wird. Schade ist, dass man durch die Verkleidungen nicht mehr den alten Zustand erkennen kann. Es scheint irgendein Stück etwas Christliches zu sein, mit den vielen Kreuzen. Hat bestimmt eine Bedeutung. Und das ist hier die Quelle, die dann in diesen Gemäuern wieder versickert oder verschwindet. Das Wasser dieser Quelle verschwindet im Gestein und angeblich weiß bis heute keiner, wo es bleibt. So, jetzt laufen wir zum Ohr des Dionysos. Und das ist das Ohr des Dionysos. Gott sei Dank sind keine Schulkinder heute da. Ich habe gelesen, da ist normalerweise ein Geschrei dann, weil die Akustik natürlich so toll ist. So, jetzt gehen wir mal rein in die Orecchio di Dioniso. Das Ohr des Dionysos ist eine künstliche, in den Fels gehauene Höhle. Sie ist etwa 64 Meter lang, über 20 Meter hoch und bis zu 11 Meter breit. Beachtlich ist die Akustik dieser Höhle. Es wird dunkel. So, hier ist nichts mehr zu sehen. Das ist ja interessant. Ich höre um mich herum Fledermäuse. Und ich stehe mitten im Ohr des Dionysos. Schon beeindruckend toll. Also ist es sehr interessant. Ne?
Gabi sucht den besten Platz zum Fotografieren. Also die ist schon ein Starfotograf. Aber ob ich bei ihr Star werde, da habe ich Zweifel. Ein toller Felsen. Was soll ich da hochkrabbeln? Ja, heute nicht mehr. Und hier ist der Zeigefinger Gottes zu sehen. Wir sind wieder auf dem Weg zurück zum Stellplatz. Und das ist hier unser Stellplatz in Syrakus auf einem alten Omnibus-Betriebsgelände. Jetzt fahren wir in die Altstadt von Syrakus auf die Insel Ortigia. Wir haben nicht bedacht, dass heute 1. Mai, nämlich Feiertag ist, und auch die Sizilianer alle unterwegs sind mit ihren Autos. Also mit Parkplätzen wird es schwierig. Und jetzt überqueren wir die Brücke zur Altstadt, zur Insel Ortigia. Auf der linken Seite nach etwa 200 Meter soll es Parkplätze geben. Ja, heute ist 1. Mai und da haben wir nicht gedacht, dass da so viel los ist. Gar nicht dran gedacht, den 1. Mai, Feiertag. Ich verlasse die Insel wieder über die Brücke und suche mir im Bereich des Bootshafens einen Parkplatz. Jetzt haben wir doch noch ein Plätzchen gefunden hier im Hafen, allerdings vor der Insel Ortigia. Da müssen wir halt über die Brücken laufen, aber so weit ist es auch nicht. Hauptsache man steht einmal. Und ich hoffe, dass abends die BKW weg sind und dann könnten wir hier übernachten. Da ist es natürlich heute voll. Ja, das ist jetzt der kleine Bootshafen von Syrakusa. Und dort drüben ist die Insel Ortigia, die eigentliche Altstadt. So, wir überqueren jetzt die Brücke hinüber zur Insel Ortigia. Und heute ist 1. Mai und es ist was los. Ortigia Palace, Luxury Hotel. Ja, auch die Feuerwehr hat es eilig und kommt kaum durch. Ja, wir können mit der Pferdekutsche fahren, hä? Wer ist was? Und hier sind die Reste vom Apollo-Tempel. Ja, und die hier. Ja, und nochmal von dieser Seite der Apollo-Tempel. Ja, und heute Markttag. Da fühlt sich die Gabi wohl. Und da gibt es noch alles offen. Aber mit Plastiktüten. So, eine aus der 2,50 und ist ein Glas Wein dabei. Hier gibt es den frischen Fisch. Wenn ich das auf dem Markt so sehe, dann denke ich mal an die angeblichen EU-Vorschriften und vor allem, wie sie in Deutschland ausgelegt werden.
Und mitten im Marktgeschehen haben wir auch noch ein nettes Lokal zum Mittagessen gefunden. Später hat sich am Nachbarstisch noch ein Paar aus Catania zu uns gesellt, mit dem wir uns ganz angenehm unterhalten haben. Schon interessante Kessler da. Also hier ist auch etwas arabisch geprägt. So, der Apollo-Tempel von hinten. Hier sind wir auf der Piazza Archimedes. Und der Brunnen ist die Fontana di Diana. Sind wir an der Piazza Minerva und vor uns liegt der Dom von Syrakus. Wir sind immer noch auf der Piazza di Minerva. Das ist hier das kulturelle Zentrum auf der Insel Ortigia. Ja, und natürlich der Dom. Und wo es schön ist, lassen auch wir uns nieder und genießen das Flair und den sehr guten italienischen Kaffee. Und auch für die Kinder wird etwas geboten, damit die Eltern in Ruhe ihren Kaffee trinken können. Wir laufen weiter durch die schönen Gassen Richtung Süden. Unser nächstes Ziel ist die Fonte Aretusa. So, das ist jetzt die Fonte di Papyrus hier in Syracusa. Das einzige Stück, aber das ist beim Fiume Chiane natürlich schon mehr Papyrus. Das nennt sich hier auch Fonte Aretusa. Und an der Spitze dieser Insel ist so eine militärische Festung, natürlich eine alte Festung. Wir machen es uns auf dem Steg auch gemütlich und genießen die Feiertagsstimmung. Überall hört man Musik. Und dort an der Südspitze sieht man das Castello Maniace. Das ist der Mini-Strand hier auf Ortigia. Aber die haben schon auf der anderen Seite noch mehr Strand. Ja, das ist ja ein toller Park hier. Gleich neben dem Strand so ein toller Park. Aber man sieht, die Leute genießen das Schatten und alte Bäume, was Gummibaum, ne?
Und am späten Nachmittag machen wir uns dann wieder auf den Rückweg zu unserem Wohnmobil. Hier nochmal der Blick von unserem Wohnmobil aus hinüber zur Insel Ortigia. Als sich am Abend dann der Parkplatz leerte, bekamen wir doch noch einen Platz in der ersten Reihe. Jetzt habe ich ihn doch noch auf die Stützen gestellt. Und jetzt stehen wir aber exakt in der Waage. Keiner fällt aus dem Bett. Und noch ein bisschen Abendstimmung. Abendstimmung hier in Syrakusa. Mit Blick auf die Insel. Wir stehen in vorderster Reihe. Wunderbar hier. Und ruhig. In der Morgendämmerung zeigt sich der Himmel sehr unfreundlich. Es kommt Sturm und Regen auf und es schüttelt das Wohnmobil ganz enorm. Aber es hätte ruhig mehr Regen geben können, um den Schmutz der letzten Tage herunterzuwaschen. So sieht's heute aus. Dunkler Himmel. Na gut. Wir wollen zum Friseur um 9 Uhr. Der nicht weit weg ist. 200 Meter. Aber schauen wir mal, wie wir hinkommen. Die Gabi kann jetzt nicht mehr gesund leben, weil sie halt ihre ganzen Haferflocken an die Daumen verfüttert. Schau, das ist aber zu Glas, gell? Was gell? Guru, 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 guru. Wir haben gestern gleich hier in der Nähe noch einen Friseursalon gesehen, den wir heute besuchen. So, nachdem wir jetzt beim Friseur waren, wie man sieht, werden wir uns wieder auf den Weg machen. Obwohl das ein schöner Platz ist mit dem Blick hier auf die Insel und die hier. Ja, okay. Fahren wir weiter trotzdem. Unser nächstes Ziel ist ja die Besichtigung von Catania und dann soll es hinauf zum Ätna gehen. Doch für den Ätna brauchen wir schönes Wetter und zurzeit ist es sehr trüb und teilweise regnerisch. Also suchen wir uns erstmal noch einen schönen Stellplatz, wo wir doch einige Tage bleiben können, wenn es notwendig wird. In Brukoli, etwa 40 Kilometer von Syrakus, soll es einen schönen Stellplatz geben. In Brukoli kommen wir jetzt da an. Schau dir eigentlich ganz gut an. Jetzt schauen wir mal, wie der Stellplatz ist. Und die Gabi möchte einen Kaffee. Ich auch. Wir haben wieder ein schönes Plätzchen bei Brukoli. Das ist in der Nähe von Augusta, nördlich von Syrakus gefunden. Und das ist ein schönes Plätzchen. Wird übrigens so als Bootsabstellplatz benutzt. Wir haben es uns beim Wohnmobil ein bisschen sauber gemacht, weil immer wegen Abfälle rumliegen. Aber gemütlich. Im Ort gibt es auch einige Restaurants, auch einen Einkaufsladen habe ich gesehen auf Google. Und da war es auch geöffnet. Ja, wunderbar. Und jetzt genießen wir hier unseren eigenen Espresso. Unser Stellplatz liegt in unmittelbarer Nähe der kleinen Ortschaft Brukoli, aber so, dass wir keinen stören. Mein Alter mit der neuen Frisur. Geht's mir doch? Na. Ja. Vorsicht, stolper nicht. Ach, das ist schon eine etwas. Er ist doch Schauspieler. Also Gabi, wie du mich einschätzt. Am Nachmittag nach unserem Kaffee laufen wir den kurzen Weg in die Ortschaft Brukoli. Wir wollen uns dort ein bisschen umschauen, was es alles gibt. Es ist immer noch stark bewölkt und ab und zu fallen auch ein paar Tropfen. Wir schlendern gemütlich die Hauptstraße bis zum Dorfplatz entlang. Dabei sehen wir immer wieder an den Häuserwänden schöne Gemälde. Hier hat sich ein Künstler verewigt und dabei sehr viel zur Verschönerung des Ortsbildes beigetragen. Ja, das ist hier der Dorfplatz hier in Brukoli. Und dort vorne hat sich wieder der Künstler verewigt. Ja.
Und das Ristorante Al Castello macht auch erst Abend auf. Und hier das Castell von Brucioli. Es wird Brucoli gesprochen. Ja, und das ist der hintere Teil von Brucioli. Sehr idyllisch schaut das aus. Auch das Castell sieht gut aus. Hier wimmelt es von Katzen. Da hat er, glaube ich, eine ganze Katzenzucht. Und da auch noch Katzen. Ja, Katzen noch und noch. Und dieser kleine Yachthafen liegt ganz versteckt hier in Brucioli. Und von da vorne kommt scheinbar die Einfahrt vom Meer. Wunderbar geschützt. Die Gabi sucht wieder nach dem besten Motiv. Wir waren bisher alleine auf unserem Stellplatz, doch von Weitem sehen wir jetzt, dass sich noch ein anderes Wohnmobil zu uns gesellt hat. Also ein bisschen Käse wollte man eigentlich einkaufen und einen Kaffee trinken. Und das ist draus geworden. Kaffee haben wir zwar getrunken, das stimmt schon, aber eingekauft haben wir auch. Das Schiff ist auch noch da. Das ist Improvisation, genau. Ich habe einen Sonnenschirm. Sehr gut. Und das Moped steht auch gleich da. Da kommt jetzt ein Boot angefahren. Sind es welche von der Marine? Ach, die müssen Dauerlauf machen. Ja, und der fährt jetzt wieder alleine zurück, hein? So wie es ausschaut. Der hat ihn nur zum Training, zum Sport hierher gefahren. Was gibt's denn, Gabi, gut? Bohnensuppe. Bohnensuppe. Aber mit Carne Macchiato Misto. Mit Hackfleisch, mit gemischten. Misto ist gemischt. Und hast du abgeschmeckt? Na, lecker. Schmeckt sie? Ja, ich werde schon schmecken. Das Einkaufen hat sich gelohnt. Aus den großen Tüten, die wir gebracht haben, ist zumindest auch in einen Topf was reingekommen. Und jetzt gibt's. Was ist das jetzt? Bohnensuppe mit Hackfleisch, ne? Ja. Und es schmeckt super. Und es schmeckt einfach super. Und der Hintergrund ist schön, die Natur um uns herum, wunderbar. Gabi, einen guten Appetit wünsche ich dir. Ja. Das, wenn diese Marineleute im Hintergrund wüssten, kommen wir uns auch her zum Essen. Nein, kommen wir nicht. Ja, Morgenstimmung hier in Brucioli. Schönes Wetter haben wir. Und jetzt schauen wir mal im Hintergrund. Ist nämlich der Ätna zu sehen. Und jetzt versuche ich mal, den herzuziehen, ob es geht. Da möchte ich eigentlich die nächsten Tage hoch. Aber wenn ich den Schnee da oben so sehe, da habe ich Zweifel, dass es klappt. Jetzt verlassen wir wieder unser Brucioli und fahren Richtung Catania. Und heute wollen wir Catania anschauen. Morgen soll das Wetter angeblich besser werden, wollen wir hoffen. Und dann noch heute Abend zum Ätna hoch. Unsere Wegstrecke heute sind voraussichtlich nur 85 Kilometer.
Unser Weg mit teilweise wunderschönem Blick aufs Meer führt uns vorbei an Augusta und Lentini. Großer Müllplatz. Da war jetzt ein Müll, großer Mülltonnen. Leer. Uns liegt Catania. Und so erreichen wir nach kurzer Zeit Catania und unseren Parkplatz direkt am Fährhafen. Jetzt stehen wir hier in Catania. Ja, was erzählst du? Das heißt doch Catania. Yachthafen oder am Fährhafen. Und da findet man eigentlich noch Parkplätze. Ist zwar ein bisschen umständlich daher zu kommen. Ja, und da liegen die großen Fährschiffe. Und auch Ausflugsschiffe. Und jetzt gehen wir in die Innenstadt. Zum Dom sind es 800 Meter. Hier ist auch ein Restaurant, können wir vielleicht auch noch nutzen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Dom von Catania. Der Bausubstanz in diesen alten Städten sieht man hier alter natürlich an. Aber sie haben oft wunderschöne Innenhöfe und wunderschöne Fassaden. Ein wenig Information zu Catania. Seit der Gründung im 8. Jahrhundert vor Christus wurde Catania, die Tochter des Ätna, mehrmals durch Erdbeben und Vulkanausbrüche zerstört und immer wieder aufgebaut, zuletzt im 18. Jahrhundert als Barockstadt. Zwischen den eleganten Palästen, Kirchen und Klöstern finden sich aber auch Zeugnisse des Altertums, darunter Reste eines Theaters und eines Amphitheaters. Die Flaniermeile via Etna führt von der Piazza del Duomo schnurgerade auf den majestätischen Etna in der Ferne zu. Den Domplatz ziert das Wahrzeichen Catanias, ein Elefant aus Lava, vermutlich römisch, der einen ägyptischen Obelisken auf dem Rücken trägt. Der barocke Duomo ist normannischen Ursprungs. Er birgt das Grab des aus Catania stammenden Komponisten Vincenzo Bellini, der die Oper La Norma schrieb. Am Rande der Piazza liegt der Fischmarkt, die Besceria. Hier werden vormittags Thunfisch, Schwertfisch, Seebarsch und Muscheln angepriesen. Ja, wir sind hier im Dom von Catania. Meine Kerze angezündet. Ja, hier ist was geboten für den Platz. Da gibt es die Tandler, die Händler, die ihre Sachen anbieten. Dann gibt es Musiker. Der Musiker hat hier einen strategisch sehr guten Platz. Es ist viel Publikum vorhanden. Und das ist das Wahrzeichen von Catania, der schwarze Elefant, aus Lavastein hergestellt. Ja, wir sind hier am Piazza di Duomo. Wir sind wieder in der Marktgasse, diesmal in Catania. Achtet auf das Lächeln von Gabi, so ein Markt, das gefällt dir. Und mir auch. Augusto Meyer, gib mir mit.
Eins von beiden, ne? Wir suchen einen Café, wo es uns gefällt. Ja, hier ist sogar Militär mit Maschinengewehr. Ja, und das ist scheinbar das Dienstfahrzeug vom Bürgermeister von Catania, weil wir sind im Eingangsbereich des Rathauses. Und hier ist die leichte Sommerkutsche. Und das ist noch für Gepäck. Da braucht man eine ruhige Hand. Nach einigen Stunden Catania laufen wir wieder zurück zu unserem Wohnmobil am Fährhafen. Da vorne ist mein Schiff Nummer 6. Den Vordern kann ich noch nicht lesen. Da kommt eine Touristin. Und unser Wohnmobil steht auch noch da. Sagen Sie mal, in Catania ist die höchste Kriminalitätsrate. Haben wir Glück gehabt. Jetzt mache ich noch einmal eine Runde im Fährhafen. Und dann fahren wir raus. So, dass man ein bisschen die Schiffe da noch sieht. Einen Eindruck. Was jetzt, ich habe vorhin auch junge Brauchsägen. Ich wollte das noch alles filmen. So. Und jetzt davon hier raus. Und die Touristen sind unterwegs. Hier geht es hoch zum Etna. Bald, ne? 25 Kilometer haben wir noch bis zur Station Rifugio Sapienza. Dort werden wir übernachten und morgen früh mal schauen. Auf 900 Meter Höhe sind. Aber da sieht man, wie weit das Laber geht. Die Straße zum Etna ist sehr gut ausgebaut. So, jetzt sind wir auf 1300 Meter hoch. Wir haben noch 10 Kilometer zu fahren, um auf 1900 hochzukommen. Und vor uns Catania. Wunderbar der Blick. Versuche ich mal herzuholen. Ganz toller Ausblick. Gabi, hast du wieder das beste Motiv gesucht? Im besten Standard. Ein Blick hinunter nach Catania. Ganz toll. 1600 Meter sind wir hoch. Und dort die ganze Küste. Runde Richtung Augusta und Syrakus.
hier ist wieder ganz anders. Das ist schon ältere Lava, die schon wieder bewachsen ist. Wieder ein Bogen machen. Na logisch. Wenn schon so ein großes Ding vorhanden ist. Wir haben doch Zeit, oder? Wir haben Zeit. Schaut, was Wohnmobile sind. Wir sind jetzt hier auf 1850 Meter Höhe. Wieder der Blick nach Catania. Und ein ganz anderes Bild. Diese Lavamassen sind schon beeindruckend. Ja, und hier vor uns, das dürfte jetzt eigentlich Rifugio Sapienza sein. Und dort im Hintergrund sieht man die Seilbahn, mit der man hochfahren kann. Und dann geht es noch mit Jeeps weiter. Werden wir morgen versuchen. Lavawüste. Und dort hinten, ne, wenn ich das so richtig sehe auf dem Berg, es sind Wanderer. Da laufen Menschen. Da laufen Menschen auf den Lavamassen entlang. Der Wind weht mich ein bisschen und bringt mich zum Wackeln. Wir sind jetzt 2008 Kilometer gefahren, stehen momentan am Ätna oben auf 1900 Meter und es hat 9,2 Grad draußen.